Namaskaram, Sadhguru. Du redest immer darüber, wie man sein sollte. Ich wollte wissen, was braucht es in einem Menschen und was kann ein Mensch tun, um eine Qualität absoluter Intensität zu erreichen, aber gleichzeitig absolut entspannt zu sein? Diese Frage kommt von einem gewissen grundlegenden Missverständnis, das überall verbreitet ist. Momentan sind die meisten Menschen so gemacht, wenn ich dich bitte, intensiv zu sein, wirst du angespannt. Wenn ich dich auffordere, dich zu entspannen, wirst du lasch. In Anspannung und Laschheit ist deine Fähigkeit wahrzunehmen stark eingeschränkt. Ist es nicht so? Ja oder nein? Wenn du angespannt bist, siehst du nicht einmal die Dinge, die sich direkt vor dir befinden. Wenn du lasch bist, siehst du das auch nicht. Aber intensiv und entspannt zu sein, ist der Weg. Eben jetzt stellte Subhiksha diese Frage: Warum die Schlange? Wenn du ein wenig Zeit mit einer Kobra verbringst, wirst du sehen, dass sie immer intensiv und entspannt ist. Immer. Sehr intensiv und entspannt. Nur wenn ihr Leben bedroht ist, kann sie etwas angespannt werden. So viel kannst du einem Reptil erlauben, okay? Aber ansonsten ist sie sehr intensiv und entspannt zugleich. Dies ist die Qualität eines Yogi, intensiv und entspannt. Du musst daran arbeiten. Wenn ich sage, du musst daran arbeiten, dann ist alles, was dir beigebracht wird, egal welche Übung, egal wie einfach sie aussieht, wenn du dich hingibst, macht es mit dir auf einer Ebene genau das. Die Spannung deiner Energie wird langsam erhöht. Gleichzeitig wird sie in dir mehr und mehr entspannt. Denn Intensität und Entspannung sind die wesentlichsten Qualitäten, damit du wahrnehmungsfähig bist. Warum ich fortfahre, über Wahrnehmung zu sprechen? Nur was du wahrnimmst, kennst du. Der Rest ist alles Unsinn. Du kannst dies und jenes glauben. Aber im Grunde kennst du nur, was du wahrnimmst. Ja? Zumindest solltest du wissen, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Ja, die meisten Menschen wissen es nicht. Die meisten Menschen wissen nicht, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Sie denken, dass nur Lebenssituationen Schwierigkeiten bedeuten. Lebenssituationen sind Situationen. Mit manchen wissen wir umzugehen, mit manchen wissen wir nicht umzugehen, mit manchen gehen wir gut um, mit manchen gehen wir unbeholfen um. Etwas tun wir. Aber wenn du nicht weißt, wie du mit diesem hier und diesem hier umgehst, bist du in echten Schwierigkeiten. Aber die meisten Menschen verstehen es nicht. Das geschah. Ein Missionar ging vor 3 Jahrhunderten in einen sehr abgelegenen Teil Afrikas. Er war also von einem sehr brutal aussehenden Kannibalenstamm umgeben. Dann ging er auf seine Knie, blickte empor und sagte: Lieber Gott, ich stecke in Schwierigkeiten. Nichts passierte. Dann sagte er: Gott, ich kam für deine Arbeit und ich stecke in echten Schwierigkeiten. Du tust nichts. Dann sagte Gott: Nein, du bist nicht in Schwierigkeiten. Tu eine Sache. Hebe einfach den Stein auf, der vor dir liegt, und zerschlage den Kopf des Kannibalenhäuptlings. Er hob den Stein auf, inspiriert von Gottes Worten, und zerschmetterte den Kopf des Kannibalenhäuptlings. Dann sagte Gott: Okay, jetzt steckst du in Schwierigkeiten. Etwas ist passiert, etwas ist nicht passiert in deinem Leben. Das ist keine Schwierigkeit. Wenn du nicht weißt, was in dir vor sich geht, bist du in echten Schwierigkeiten. In lebenslangen Schwierigkeiten, glaub mir.